Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia 2. Ja, wir sind in Folge 153 und ich muss hier so ein bisschen die Drescher mal leer machen. Das werden wir auch sofort tun. Ja, dann hatte ich mir die Gedanken gespielt, für drüben einen Radlader zu holen. Weil unsere drei Traktoren, die wir haben, die sind eigentlich auf dem Hof gut beschäftigt. Wenn wir eigentlich hier da am Kalken sind, am Düngerstreuen sind, am Mist und sowas verladen sind, da ist man gut beschäftigt, dass man vielleicht nach einem Radlader gucken könnte und ab und zu mal mit dem Traktor rüberfährt, wenn man die ganzen Baumstümpfe macht. Das kann man ja eine Runde ansammeln. Die Fläche, das ist ja ziemlich groß. Und den Hänger, den wir da jetzt stehen haben, den brauchen wir da ja auch nicht unbedingt. Wenn wir mit einem Radlader immer wieder die Hackschnitzel umfüllen, dann das, was wir an Hackschnitzel über haben oder rauskriegen aus der Produktion, ist im Prinzip das, was er als Brennstoff wieder braucht. Deswegen sollte das nicht das Problem sein. Und wahrscheinlich kann man auch bei der Hackschnitzelproduktion das Ganze mit einer Schaufel füllen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Drescher leer und dann so. Ja, den Wasserpart, da müssen wir uns auch nicht ganz so wild drum kümmern. Da müsste ich dann die Strecke ja nochmal erweitern, aber ihr seht selber, es sind 104.000 Liter drinne. Und wir haben auch schon 10.000 Liter Kalk produziert. Und wir haben über 300.000 Liter Kalk. Also das ist nicht ganz so wild. Den Punkt werde ich dann dementsprechend später hier nochmal bauen. Ja, den guten Traktor hier und den Kollegen hier, den müssen wir irgendwann mal wieder ansetzen, wenn die Jungs hier ein Stückchen weiter sind. So, Hopfen. Da sollte es auf jeden Fall in die nächste Runde gehen. Da vorne steht er nämlich schon. Oh, da habe ich ein bisschen eng rumgezogen. Hier eben das Abladen-Kram fertig machen. So, sehr schön. Der fährt. Habe ich noch was übersehen? Ja, ich muss den freundlichen Kalker hier wieder anmachen. Oh, Arbeit erfolgreich beendet. Das ist ziemlicher Irrglaube, mein Freund. Was macht nichts. Das kann ich, okay. Er sagt immer noch, hat die Arbeit beendet. Warum mag er da eigentlich nicht Kalk? Oh, ich glaube, das hatte ich letztes Mal, dass er hier auch irgendwas an der Ecke nicht wollte oder so. Ne? Da scheint irgendwie so ein Grenzschritt drin zu sein. Richtig, nee, er macht es immer noch nicht. Warum kalkst du jetzt hier nicht? Ich fahre hier eigentlich ordentliche saubere Bahn, dass er eigentlich kalken sollte. Ja, da habe ich jetzt Millimeter Aussetzer, da müssen wir mit leben. So weiter habe ich noch mehr Aussetzer. Die Überlappung wäre durchaus etwas zu gering gewählt gehabt dort. Und so sollte es gehen. Also ich werde die Spur hier mal zu Ende fahren. Ja, ich fahre hier grenzwertig sparsam, aber jetzt geht es einigermaßen. Mal gucken, ob ich ihn gleich auf dem Rückweg einstellen kann. Wette was. Wir kalken immer mit 20 km/h. Das ist ja, ne? Natürlich gehen uns jetzt gerade die Drescher wieder voll, aber das ist auch kein Problem. Das läuft alles.
Ja, wir müssen, bevor die ganze Nachtgeschichte startet, auf jeden Fall eine Menge Holz gemacht haben, damit Bretterpaletten produziert werden. Und die werden wir dann in der Nacht auch voll umladen müssen, dass wir dann für unsere Europaletten-Geschichten dann kriegen. Damit wir den Kram gut in die Produktion geben können. Ja? So, ich hatte aber eigentlich nicht vor, das Feld hier komplett selber zu kalken. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze jetzt funktioniert hier. Warum will er jetzt nicht mehr kalken? Es wird aber doch, deswegen ich gehe extra hier nochmal drauf, wenn er jetzt hier nicht gerade eine Stunde speichern würde. Hallo? Also? Also das Kalken wird angezeigt, dass das macht. Aber der Helfer will es plötzlich nicht mehr machen. Das ist nicht gut. Ne, echt nicht. Ja, wenn wir natürlich das jetzt hier tatsächlich selber kalken müssen, die Frage ist, aus welchem Grund er es jetzt hier nicht will, ne? Ich meine, kalken ist eine Arbeit, die macht schon Laune eigentlich. Weil man hat sieht natürlich den Erfolg gleich sozusagen. Aber war eigentlich nicht meine Idee, das so zu machen, hier, wenn ich ehrlich bin. Ja, von der Kalkmenge sieht man jetzt, er sollte 4 Bahnen eigentlich hinkriegen. Vielleicht hat er den Anfang noch erkannt und jetzt will er nicht, weil Wachstum schon drauf ist oder so. Aber da es funktioniert von der Spielmechanik her, dass wir jetzt noch kalken können und dass natürlich die Ernte, die wir jetzt hier dann noch einholen wollen, wir die 10% oben drauf kriegen. Und bei der Feldgröße ist das ja ein bisschen was, ne? Würde ich das gerne mitnehmen, vor allen Dingen, weil wir auch bei den nächsten beiden Saaten halt da nicht kalken müssen. Entschuldigung. Da auch bei den nächsten beiden Saaten dann nicht kalken müssen, ne? So, ich fahre die Bahn jetzt hier zu Ende. Und dann werde ich da mal eine Korrektur machen. Weil ich habe da was übergelassen, da einen Streifen übergelassen, das geht so nicht. Das sieht doch nicht aus. Das kann man doch nicht machen. Also es hat auch nicht an dem Vorgewende gelegen, wie ihr gemerkt habt. Weil ich habe ja auch mittendrin versucht, das Ganze zu starten. Er wollte trotzdem nicht, ne? Also dass hier so eine kleine Ecke über war, das hatten wir auch bei der Ernte. Die haben wir ja nachgemacht. Deswegen dachte ich, das wäre also, ne? Wäre der Punkt. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ja, sie ist frisch gesät, ich weiß. Ja, das ist nicht schön, wenn man da so rüber fährt, das weiß ich auch. Ich weiß auch, dass es nicht schön ist, wenn man hier Streifen überlässt. So, ich fahre jetzt auf der Spur, auf der ich eh schon gefahren bin. Ne? Eigentlich habe ich denn jetzt hier alles, ne? So, ich werde ihn jetzt mal für ein mögliches Vorgewende hier quer ansetzen. Mal gucken, ob er so starten will. So will er zum Glück. Okay. Zur Not fährt er denn das ganze Feld auch so. Weil das ist natürlich sonst ziemlich nicht gut, sagen wir es mal so. Hier müssen wir das mal sehen, dass wir die Kollegen schon wieder leer machen. Es ist auch nicht mehr sonderlich viel da. Das ist gut, wenn wir die Kiste erstmal wieder zum Laufen haben, die anderen alle leer gemacht haben, dann mache ich, glaube ich, hier die Sämaschine wieder an. Stimmen nämlich, glaube ich, schon wieder ganz ordentlich da.
So. Verzehrt die Arbeit beendet. Das ist jetzt schon denkbar unsympathisch, dass er das gemacht hat. Egal wo oder warum er auch ist. So, der freundliche Kollege hier. Der hat ja auch gerade das denkbar unsympathische Ende erreicht. Und das ist nämlich dann tatsächlich schon der Rest Hafer hier. Und dann kann der Abfahrer hier nämlich zum Kollegen für den Mais werden. Natürlich wären wir. Eigentlich wären wir der andere Drescher lieber, weil er eine größere Kapazität hat, ne? Wie jetzt der New Holland hier, muss ich zugestehen. Ich lasse ihn ja auch einfach mal fahren. So, den hier machen wir wieder an, sagte ich ja. Ne, den machen wir nicht wieder an. Den falten wir zusammen. Da wir die Bahn ja zu Ende haben, ist ja der perfekte Ansatz gerade. Hier müssen wir es ein bisschen großzügig noch fahren, weil noch sind wir am Zusammenfalten. Oh, hier ist der Weg weit genug. Da ist der Kollege schön am Machen. Weil ich warte lieber auf den Kollegen hier links, dass er hier das Feld fertig hat und werde mit ihm dann Mais machen. Und werde mit ihm dann von der Rückseite anfangen, also von der Straßenseite. Moment, sieht man das so? Ne, so sieht man es. Wenn ihr Feld 11 seht, dann haben wir ja zu Feld 38 eine Straße. Dann werde ich den Drescher nämlich auf der Straßenseite anfangen lassen. Und werde auf der anderen Seite vielleicht den Häcksler laufen lassen. Das ist jetzt die Idee an der Geschichte. Oh, ja, er ist ein bisschen schlackrig hier. Aber für sein Alter ist er robust, schnell und deswegen haben wir ihn, ne? Er war günstig, er fährt 61, damit ist er eindeutig nicht der langsamste Traktor, den wir haben. Deswegen können wir mal gucken. So, ich mache schon mal die Klappe auf. Wie ihr hattet ja gesehen, wir hatten über 300.000 Kalk drin, als wir den Kalkpart wieder aufgefüllt haben. So. Jetzt gucken hier, Saatgut 226.000 Liter, das ist auch mehr als okay. Ich denke, dass wir da echt nicht so super viel von brauchen. Und Dünger haben wir nur 61.000 Liter, also da müssen wir ein bisschen was machen. Aber da hatten wir vorher auch nur knapp 60.000 oder sowas noch über beim alten Spielstand. Deswegen habe ich da natürlich jetzt nicht super viel dazu gemacht. Das heißt also, wir müssen unsere Mistgeschichte auch ein bisschen in die Düngerproduktion geben. Ne? So. Ihn setze ich da jetzt nämlich eine Runde an. Der Drescher hat jetzt nämlich schon wieder Vorsprung erfahren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist auch okay so. Die zweite Meldung, die wir gekriegt haben, übrigens mit fertig, das ist ganz einfach der andere Drescher gewesen, ne, der den Haferpart zu Ende gemacht hat. Mehr war das gar nicht. So, wir falten. Wir warten ein bisschen, bis er fertig gefaltet hat. Fahren hier ein bisschen ran. Es kann ruhig ein bisschen Überlappung geben, das ist nicht ganz so wild. Ist aber auch nur, seht ihr, nicht super viel und er macht hier unsere Gerste weiter. Das ist schon mal sehr löblich. So. Gut, er hier ist fertig. Das ist okay.
ziehe ihn jetzt ein kleines Stückchen vor. So. Lass das Rohr rausfahren. Und hol mal den LKW nach hier. Und dann gucken wir mal. So. Motor starten. Dann können wir mit den restlichen Part hier auch eben zur Mühle fahren. Wie gesagt, wir müssen uns dann noch eine Runde um den Radlader kümmern. Wir werden in den Drescher wieder mit Follow Me machen. Das heißt, dass wir hier den LKW schön hinterher fahren lassen und dann fährt er die ganze Zeit mit. Das ist, glaube ich, die simpelste Variante. Follow Me habe ich auch dementsprechend hier auch noch drauf. So, ja, aber mit dem Entladen von diesem freundlichen Kerl hier sind wir tatsächlich am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht es schon wieder für heute. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Würde mich natürlich sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.